Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Transport Fever 2 Let's Play. Jo, wir sind hier bei der einen Eisenbahnstrecke, die kurze. Und wir müssen jetzt auch noch kurz schauen, ob die Bahnhöfe überhaupt noch angebunden sind. Ja, sind sie. Sehr gut. Und hier auch noch die Personen sind am Bahnhof. Und wir möchten jetzt, auch weil wir ein bisschen mehr Geld haben, 95 Millionen, die Strecke noch ein bisschen länger machen. Und jo, das beginnen wir jetzt. Genau, auch wieder die Schnelle natürlich. Das reicht aus. So, dann haben wir schon mal eine Mission. Wir müssen langsam hier irgendwo hochkommen. Jo, ich möchte aber eigentlich nicht unbedingt hier schon einen Tunnel. Okay, es würde vielleicht günstiger kommen und so. Ah, ist der weg. Schon noch von hier und dann dort runter gehen. Das reicht. Also, so viel sparen müssen wir nicht. Genau, um dann die Brücke hier, so dass kein Gelb ist, aber es geht gerade nicht. So ist kein Gelb. Doch, ist auch Gelb. Müssen wir hochziehen. Hä? Ja, aber das bringt... Ich möchte gerne hier schon... Ja, so sicher nicht. Ja, die moderne Brücke machen, aber ich möchte hier wieder rund. Hm. Okay, Spiel. Ich habe nämlich, ja, ich zeige euch nachher kurz die Saves. Also, ich lade es nicht jetzt, aber kann gerne mal ein bisschen rein zeigen. Eine Map zum ausprobieren, was so die Städte machen und so. Also, ich mache das mal so, aber ich möchte es ein bisschen tiefer haben. Wie geht das am besten? Wo ist die Stadt dort? Doch ein bisschen schräger wieder. So. Ich möchte einfach die gelben Linien nicht haben. Aber also ich finde das Spiel doch manchmal ein bisschen umständlich. Es geht irgendwie nicht. Vor allem, es gibt ja eben die Bahnhof-Glitches, dass die Wege... Okay, es geht wirklich nicht gut. Wie soll ich hier ein Schiff durchmanövrieren? Ich mache das jetzt einfach bestmöglich. So. Gut. Bitte schöner. Kann man das nicht schöner aufheben da? Das Spiel will nicht so fest angebunden sein. Warum hier ist ein Mega-Tunnel nötig noch? Okay. Ist mir egal. Und hier eben, wenn man... Bahnhöfe so seitwärts macht, wie ich gerne mache, und nicht Kopfbahnhöfe. Eigentlich hier wäre ein Kopfbahnhof doch besser. Dann sind die Wege dann immer gekappt, wenn es dann... Ja. Okay, dann muss ich halt hier wieder rauskommen. Ich komme nicht mehr hoch. Okay, wir müssen wieder abreißen. Ich komme hier gar nicht hoch. Also es ist... Für mich einfach ein bisschen schwierig, das zu finden, weil das Spiel mich nicht unterstützt genügend. Sagt mir nicht, nö, mach das mal so oder so. Sondern, seht's? Dann muss ich das um... Ich kann nicht durch Straßen, das Spiel erlaubt mir nicht, durch die Straßen zu gehen, oder? So, jetzt. Und hier einfach noch... Also für mich ist es einfach... Ich spiele nicht so oft Transport Fever. Ich spiele nur, wenn ich eine Aufnahme mache oder wenn ich kurz was teste. Und das auch nicht so lange. Und deshalb ist es für mich immer schwierig. Gut, jetzt habe ich aber das einfach ein bisschen gedacht. Ich mache die Werkzeuggröße auf ganz schmal und mache da so... Seht ihr, können dann nicht hier die Straßen platzieren. Die KI kann dann überhaupt nicht mehr die Straße, weil ich dachte, wenn man Gebäude setzt, ist dort auch abgesperrt. Ist aber nicht, oder? Also, ja, ich habe es einfach so best wie möglich jetzt trainiert. Also mit dem... Okay, sind wir zusammen. Ich dachte schon nicht. Also für mich ist es einfach schwer... so etwas überhaupt ja erstmal zu verstehen, wie ein Spiel aufgebaut ist. Es ist so schwierig. Also
Man muss wie mehr zocken, damit man auch das Spiel versteht, oder? Und das geht bei mir doch auch manchmal ein bisschen länger, weil ich nicht immer alles verständnisvoll denke. Ich tue es eher schwer verständnishaft denken. Und das macht es halt aus, oder? Komplizierte Menschen sind in Spielen manchmal so arme Menschen, weil sie einfach kompliziert denken. Und das mache ich. Ich bin schon schlau, oder? Also ich raff Spiele dann schnell. Aber die Startschwierigkeiten sind im Transportfieber extremst, oder? Ketz. Gut. Yeah. Gut. Und das finde ich aber in diesem Spiel doch wirklich mühsam. Okay, wir haben hier schnellere Busse, nehmen wir. Weiter Stadtverkehr, da möchte ich ja natürlich auch nicht langsame Busse. So, und diese Strecke tun wir verbinden. Linie verwalten, was ist 1? Ja, 1 ist richtig. Ist doch aber schon ziemlich ein Bogen. Nicht so schlimm. So, das heißt, hier Höib und dann was? Ketz, genau. Wunderbar. Also, wenn es irgendwie Probleme gibt, am besten selber mal versuchen, mir das zu erklären. Dann geht es schneller für mich. Wäre ich sehr dankbar. Da ich eben nicht gerade so ein freier Mensch bin, um alles zu akzeptieren, oder? Also, ich bin schwer, wenn irgendwas nicht mir ersichtlich ist. Also, ich lerne sehr schnell, aber wenn es zu komplex wird, dann bin ich doch ein bisschen zu... Das ist es eben. Man ist hochbegabt, hat aber mehr Probleme als weniger Probleme, weil man halt alles ziemlich intensiv und rechnerisch schwierig versteht. Es ist einfach schwieriger. Bis Hochbegabte wirklich bei einem Thema hochbegabt sind, geht lange. Aber dafür sind sie einfach besser da. Und ich möchte jetzt das zwar nicht bei mir wirklich zeigen müssen oder so, weil ich nicht gerade so egoistisch bin oder so. Ich bin eher für andere Menschen da und zeige einfach meine Begabungen, aber ja, ich muss natürlich auch irgendwie... Genau, hier haben wir noch keine... Das ist nicht der Schnellzug. Der Schnellzug ist hier. Genau. Dann müssen wir das also auch noch. Da ist aber schon Ultra. Was ist jetzt nicht Schnellgleis? Und was ist Schnellgleis? Oh, Geschwindigkeit. Also das. Hier auch nicht. Wir haben nur hier Hochgeschwindigkeit gemacht. Okay. Sind wir wahrscheinlich einfach nicht fertig geworden. Weil hier sind sehr viele Leute am Warten. Jetzt müssen wir einfach das alles schnell machen. Wir haben, glaube ich, nur die Bahnhöfe gemacht und die Zwischengleise nicht. Doch, das ist irgendwie genau. So. Weil hier sind auch nicht hoch. Okay, dann müssen wir das alles ein bisschen auflesen. Es gibt hier leider immer noch nicht automatisches Umwandeln in den Bahnhöfen. Also hier wird auch irgendwie keine Straße gebaut, weil das Spiel einfach nicht will. Hier auch. Jetzt muss ich hier aber wissen. Wunderbar. Es geht sehr gut jetzt mit dem Part, aber in der anderen Welt nicht. Es ist ganz komisch, wieso ich immer, wenn ich alleine spiele, so viele Probleme habe. Und wenn ich Let's Play keine oder kaum Probleme habe, aber manchmal einfach nicht so schnell alles blicke. Weil eigentlich habe ich nie Probleme mit der anderen Map gehabt, außer mit diesen automatischen Bauten, dass mir jeder Bahnhof einfach immer wieder... die Verbindung, wo die Menschen machen können, die Bewohner, oder? Gekappt haben. Das war... Also jetzt geht alles mega einfach wieder. Als würde ich keine Probleme je gehabt haben.
Also jetzt gerade beim Zug Linien bauen vorher. Aber hier beim Umwandeln habe ich keine Probleme mehr. So weit weg. Keiner will Brot. Keine Stadt will Brot. Keine Lebensmittel. Gut. Ist mir egal. Wo sind wir? Da. Nein. Da. Nein, das ist der falsche Bahn. Ich entscheide mich einfach fürs Falsche. Ja, du musst jetzt aber wegfahren. Hey, Gottchen. Fahr mal weg, du. Ich bin hier mitten in den Bauarbeiten. Machen das im Real Life auch die Züge einfach in den Bahnhof reinfahren, wenn keine Gleise dort sind? Okay, ich war ein bisschen zu spät, ja. Aber es ist lustig gewesen. Zuerst aber wieder hier in die Linie gehen. Also bitte macht einfach diese ja, vielen Menschen hier weg, die warten. Ich glaube, wir haben schon wieder etwas Besseres. Ja, wir haben ja den Ball. Jetzt haben wir 32. Bei 40 ungefähr kommt ein guter Bus und vor allem Lastwagen. Hier würde ich dann auch empfehlen. Da haben wir beide. Das ist ziemlich alt hier. Nee, das ist ziemlich neu. Ja, einfach wegen der Schnelligkeit mache ich das. Und da, die sind alt, okay. Jo, auch nicht. Auch nicht so alt. Also, dann haben wir hier aber schnelle Busse endlich. Ja. Was haben die für eine Geschwindigkeit? 40 und die haben 50. Und haben mehr Platz. Also auch umwandeln. Hier haben wir noch einen extra Bus. Das sind auch die Beigen. Okay. Ja. Müssen wir nehmen. Auch wenn wir einen weniger mitnehmen können, wir brauchen schnellere Busse. Und hier sind einfach... Ist das nur eine Linie hier? Ja. Weniger Wahl. Also die Beigen zu den neuen ist jetzt nicht so effizient. Aber wir müssen das einfach machen, dass da einfach Leute in den Bus einsteigen, in den Zug einsteigen können. Genau. Und wir müssen einfach alle noch mit Straßenbahn direkt. Also, wir gehen mit dem Bus nehmen einmal ringsum und mit den Straßenbahnen nehmen wir direkt. Okay, die brauchen Backstein, aber noch nicht so. Und hier haben wir keinen Stein in der Nähe, stimmt. Müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. So, ich möchte gerne eben modernisieren. Dieser eine Zug, wo haben wir ihn? Da. Der ist auch im Dampflok. Da haben wir aber schnelles Gleis. Hier haben wir schnelles Gleis. Okay, dann wandeln wir ihn um. Da haben wir einen guten. Ja, wir können eigentlich komplett umwandeln. Da haben wir mehrere. Der hat 80. Der AE. Der hat 120, ist aber. Ja, okay. Ich glaube, der. Ja. Also 120. Und die. Also 180 brauchen wir nicht. 110 auch nicht, das ist zu wenig. Auch nur 100, ja, müssen wir den nehmen. Wie viel haben wir? 5. Ja, nehmen wir noch 5. So. Wow. Die ist auch geil, diese Lok. Also ich meine, die haben damals noch mächtig ausgesehen. Heutzutage denkst du, die Züge haben gar keine Kraft, wenn du das Aussehen nur schaust. Aber ihr wisst ja, ihr kennt euch aus. Ihr versteht schon die Kraft, oder? Aber stellt euch mal vor, wie stark die die Stromloks damals waren, im Gegensatz zu heute, oder? Das ist ja schon gewaltig. Also es ist weniger Kraft damals gewesen. Klar, sie sind ja damals noch neu gewesen. Aber sie sehen so kraftvoll aus, wenn sie jetzt heute gebaut werden würden mit den heutigen Mitteln.
Das ist einfach geil. Es ist etwas Gewaltiges. Jo. Und die Landschaft finde ich so schön. Ich habe aber gesehen, es sind, glaube ich, Custom Maps bei einem ziemlich guten Schweizer Let's Player. Habe ich eine schöne Map gesehen. Ich schaue ihn nicht oft. Der hat wahrscheinlich da Custom Maps, oder? Und er spielt ja auch im Kreativmodus. Der liebe, ja. Wo ist der von Romanzorn irgendwie so? Ziemlich ein guter geworden. Er hat auch viele Aufrufe. Und ich gönne ihm das, weil ich ihn schon von Anfang an geschaut habe. Aber eben nicht so intensiv schaue. Ich kann mal eine Folge pro Monat oder so schauen. Meistens die spannendste, wo er nicht herumfährt. Und ja, dieser Schweizer mit der schönen Stimme. Der ist halt schon ziemlich verdient. Und gibt es noch der andere, der mit der Ecke, mit der Kante. Der mag ich auch ziemlich sehr, aber der macht immer Mods rein, die das so ein bisschen kompliziert zeigt. Also es, ja, der eine Mod da mit den verschiedenen Rohstoffen, extra Rohstoffen, nervt mich ein bisschen bei ihm. Aber gut. Bei ihm schaue ich noch weniger vorbei, leider. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Es tut mir für die ein bisschen leid, die wollen ja auch geschaut werden. Die haben sie auch ziemlich drauf, die werden geschaut. Bei mir geht's halt noch einige Zeit wahrscheinlich. Aber schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das so findet. Was ihr mir noch zum Verbessern vorschlägt und so. Und jo, was ihr gerne einfach seht, oder? Ich kann euch das viel angenehmer machen, wenn ihr mir das einfach sagt, oder? Ich bin nicht einer, der irgendwie das nicht will oder so. Ich möchte eigentlich alles. So, also eine Ölquelle irgendwo in der Nähe. Ja, das hat sowieso noch eine Ölquelle. Nicht schlimm. Also König. Weil wenn oben irgendwas kommt, dann wird dann einfach hier abgebrochen, die Zeile. Bus. So. Und hier machen wir einfach wieder eine Busverbindung. Es ist eben nicht so effizient, aber ich kann nicht überall. Ich baue nicht gerne überall alles zu. Ich baue dort, wo es wirklich Sinn macht und sonst, wo es nicht so direkt ist. Und also, wo es einfach nicht, wo es einfach zu viel wird, mache ich es einfach nicht so. Das ist eine. Da oben halt. So. Aber ihr dürft gerne mal Sachen vorschlagen. Macht doch eine Linie von dort nach dort. Das wird zwar für mich auch ein bisschen schwierig, oder? Aber genau das ist es, oder? Wenn ich einen Auftrag habe oder so, dann wird es mir leichter. So. Oberkönitz. Das ist eine tolle Linie, die hat einen guten Namen. Bei uns gibt es auch zum Beispiel Unter-Erli und Ober-Erli und das finde ich auch ziemlich toll. Immer wenn ich dort durchfahre und das höre, dann geht mir so ein bisschen ein Licht auf, so ein bisschen ein geil Licht. Ich höre wieder diesen Namen. Ja. Ja, ist es ein bisschen dunkel hier von dieser Seite? Von dieser Seite nicht. Der Schatten ist ziemlich intensiv. Ja. Ich finde immer diese 34, okay. Ich schaue immer aufs Datum, weil ich will die neuen Gebäude noch nicht haben. Ich möchte gerne so ein bisschen, ja, längere Zeit die Städte ein bisschen anschauen. Sagt einfach, wenn ihr das ein bisschen schneller haben wollt, die schnelle, also die besseren Autos und so. Lastwagen. Wenn die ja, wir können eigentlich einen Flug. Hey, gibt es hier zwei Städte, die auseinander sind und groß? Ich weiß nicht, Rüdesheim ist ein bisschen. Also hier sicher nicht. Wo haben wir jetzt da noch die. Da. Ich möchte gerne mal schauen, wie groß ein Flughafen ist. Der ist immer größer. Ist gar nicht groß.
Wenn ich das auch in der Nähe vom... Nein, ich mache eine andere in der Nähe. Komm, wir speien. Also hier habe ich die Max. Da habe ich einfach mal geschaut, in einer einfachen Map, wie die Sachen am besten funktionieren. Und hier muss ich noch einen Punkt. Und dann die 13. Und dann Flughafen-Test. So. Genau. Jetzt machen wir einfach mal einen Flughafen und schauen, wie viel wir fliegen. Weil eventuell kann das mega kosten in den 17. Ich kann hier keinen Flughafen bauen. Oh Gott. Es ist auch gigantisch groß. Das ist nicht angebunden, ne? So. Dann machen wir nochmals Buslinie. Und tun das anwenden. Und zwar, nein, nicht das hier verwalten. Zwar nach der 3. Und erstmal hier und dann nochmals die 3. So. Und ja, wir haben mehr als genügend Geld. Den Flughafen mache ich eigentlich mega in die Ecke hier. Hier hin. Es ist ein bisschen weit weg, stimmt, aber. Also hier nicht. Ich muss hier ein bisschen. Ach komm, ein bisschen Geld müssen wir mal. So. Ah, es ist wieder nicht grün. Und jetzt, wie ist es angeht? Zieht die Straße fast nicht. Also, dann werden wir wieder. Was ist denn hier für eine Tramstation? Also die kleinen, ne? Ja. Nicht Tram, sondern. Also, hier müssen wir vielleicht eine Tramlinie hin machen. Ja, das ist ja easy. Gut. Linie verwalten. Nach der 2. Dann geht es auch wieder besser, dann in die Richtung. Also, dann haben wir schon ein Depot. Und welches Flugzeug macht Sinn, das schnellste? Als Gütertipp, alle Güter. Ja, dann müssen wir den nehmen. Oh, ist vielleicht zu viel. Eins. Oh! Geht gleich wieder zurück. Wo ist der Flughafen? Oh, ich habe keine Übersicht. Eigentlich hier bei der. Mann, man sieht keinen Flughafen. Hä? Das ist hier. Ah, hier. Ja? Da. Okay, wir sind einfach ein bisschen, wir sind zu weit westlich. Hab's nicht gefunden, weil wir ganz nach rechts mussten. Also, Griff, nicht Griff, sondern Griff, Cats, Block, sorry. So, und dann ist es schon angeschlossen. Zum ersten Flugzeug. Oh geil, wir erobern die Luft. Also Klasse A4, das ist ein gut, ja, das ist nicht so schnell. Der ist noch langsam, der rote Pfeil. Ja, okay. Das ist immer schon. Ah, genau, den habe ich immer genommen, den Zug. Den können wir jetzt dann noch ersetzen bei den oberen. Boah. Der geht aber steil, ne? Der Oberblitz, jetzt haben wir 35, okay, 1935. Ja, perfekt. Aber die Leute müssen fahren, sonst haben wir mega minus.
fliegen, nicht fahren. Gut, also jetzt haben wir schon wieder einen Boost. Also es gibt wieder bessere Züge. Ja, es dauert noch, aber... Was haben wir das letzte Mal in einem vorherigen Let's Play Flugzeuge nicht effizient machen können? Das hat einfach zu viel gekostet. Aber wir haben immer noch 209, es ist nicht runtergegangen, es ist gut kompensiert. Wir machen immer noch ein Plus von 1,5 Millionen. Passt natürlich. 1,9 jetzt gerade. Also, wenn wir jetzt hier unten jetzt gerade noch nicht Personen haben, dann macht das noch nichts, aber jetzt tun wir zuerst einmal ein bisschen sparen, ein bisschen warten noch. Also so mega effizient will ich ja das Let's Play nicht machen. Ist ja klar. Wir probieren jetzt erstmal aus. Wenn ihr wirklich wollt, dass ich effizient werde, muss ich mich einfach ins Spiel mehr gewöhnen. Ich habe jetzt wirklich wieder lange nicht eine Aufnahme gemacht, wegen gesundheitlichen Problemen. Und bei mir ist es halt einfach so, manchmal habe ich dann einfach nicht gerade die Kraft, um etwas aufzunehmen. Also... Einfach nicht böse sein, wenn jetzt nicht gerade jeden zweiten, dritten Tag eine Folge kommt, sondern ein bisschen länger geht. Aber, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Berufs-Let's Player oder Livestreamer, sondern einer, der das als Nebenhobby macht. Und ich möchte gerne mehr Zeit haben, aber ich muss halt die ganze Zeit trainieren. Ich habe sehr viele Freunde im Real Life, die wollen auch ständig immer wieder etwas machen mit mir. Ich habe einfach nicht so viel Zeit. Und meistens kann ich dann nur ab 18 Uhr abends livestreamen oder Let's Playen oder morgen früh. Und deshalb kann es vorkommen, dass da nicht so viele kommen. Aber schreibt, wenn ihr mehr wollt, schreibt es einfach. Ihr seid bei mir frei, ihr dürft alles posten, was ihr wollt. Also ja, einfach nicht böse sein oder so. Nicht irgendwie... Gott, oh Gott! Der will abstürzen. Ich habe, glaube ich, den Flugplatz ein bisschen zu sehr. Also jetzt gerade geht's noch. Da sterben nur 6 Leute ungefähr. Oder 7, wenn es ein Co-Pilot noch hat. Boah, aber seht ihr das? Hey, der streift. Okay, das ist jetzt nicht so gut gedacht von mir. Jetzt wollen wirklich die Leute noch nicht hier einsteigen. Arme Menschen, wollen einfach nicht fliegen. Ja, es kommt dann bald. Komm, wir schauen mal kurz noch zuerst da oben, ob jetzt schon Leute warten. Den finden wir ja gut. Aber das ist verbunden. Der Flughafen sollte dann schon bald gehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und hier müssen wir eventuell halt eine Straßenbahn bauen. Es ist wahrscheinlich noch zu früh, also es bringt jetzt noch nichts, das zu machen. Wir haben aber gut, haben wir 10 Millionen Einnahmen jetzt? Weswegen? Wegen dem Zug? Also komm, wir machen die Züge trotzdem jetzt. Umwandeln. Das sind die neuen, ja. Dann hat sie nur die Lok. Gut. Da hat's eine 100. Genau, da unten. Das ist 120. Das gibt noch nicht die guten. Hier unten. Genau. Okay, die ist teuer. Aber sie bringt viel. Diese nicht. Wir haben so viel Einnahmen plötzlich. Also das habe ich in der neuen Map nicht gehabt. Der will auch schon. Hey, habe ich doch drauf geklickt. Ich habe auf die Bushaltestelle wahrscheinlich getroffen. Also hier muss ich. Nein. Hier muss ich alles neu machen. Aber hier ist auch besser. Hä? Die ist doch gar nicht besser. Oder ist die viel billiger? Nein.
Hey, die ist ganz knapp nicht billiger. 6. Dann wird das wieder eingeblendet. Also das da oben müssen sie besser machen. Das machen sie nicht mehr besser, weil der letzte Patch scheinbar erst schon erscheint dann. Nicht erst, sondern schon. Okay, das ist, das ist jetzt blöd, dass wir jetzt gerade noch die alte Lok gemacht haben. Die war 160. Jetzt schauen wir einfach mal kurz. Die war 145, oder? Wieso kann ich das jetzt nicht? Jetzt, okay. Die war auch 160. Ah, die ist Dampf. Die sieht aus, als würde sie Elektro sein. Es ist teurer. Okay, dann machen wir noch Dampf. Ja, jetzt sieht es auch hier aus nach Dampf, oder? Gut. Und die andere Strecke macht jetzt das Geld. Hä? Hey, so geil. Jetzt macht das Spiel gerade mega Spaß. Gut, die Folge ist aber leider vorüber. Die macht 1,2 Millionen. Ab sie ist noch nicht voll. Und der Flughafen. Also was muss ich machen, dass der Flughafen auch Personen will? Muss ich wirklich eine Tramstation bauen? Das machen wir gleich im nächsten Part. Ja. Und hier auch nicht. Die Leute fliegen einfach nicht. Also würde ich etwas Falsches machen? Oder die Flieger noch zu... Das sind Passagiere, also ich habe die genommen. Ja. Also irgendwie... Hier haben wir gar kein Öl in der Nähe. Kein Rohöl, kein... wie heißt das andere? Einfach Öl. Da oben. Das ist Öl, oder? Ja. Rohöl, Öl und dann Treibstoff. Das ist auch wurscht. Gut. Sehr gut. Also. 14. Gut, dann jo, bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs Unterstützen, fürs Interesse zeigen. Lieben Dank. Und eben, ihr dürft gerne mal ein bisschen schreiben mehr. Das Projekt hat es auch verdient natürlich. Ist doch schön, wenn so viele Leute, also immer noch viele Leute, das Let's Playen. Ich mache es eben mit Geld, andere machen es halt im freien Modus. Aber dafür habe ich dann einfach kein Ding, dann gebe ich mir die Sachen einfach zu unrealistisch aus und so Sachen. Also machen die anderen vor allem. Sehe ich immer so, weiß nicht, 10 Kilometer Züge und so. Das macht für mich einfach keine Realistik. Ich muss ein bisschen Realismus haben. Und deshalb, ja, sind es bei mir nur 6 Waggons. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel das ist. Ein paar Meter. Ein paar hundert Meter, ja. Gut, also dann. Ja. Einfach ein bisschen Feedback geben oder etwas wünschen. Wäre nett. Tschüss. Alles freiwillig. Tschüss.